Und damit herzlich willkommen zurück. Musste gerade wieder bis zu der Stelle spielen. Aber jetzt sind wir wieder hier. So. So. Wo waren wir? Hier ist nichts weiter. Geht's da runter? Oh, bestimmt nicht, oder? Wie? Sackgasse? Naja, okay. Dann müssen wir hier wohl nicht hin. Noch fast 250 Schätze. Und ich komme hier nicht zurück. Was? Was heißen eigentlich da oben die zwei Punkte bei meinem Spyro-Kopf? Ist auch kein Name. Okay. Jetzt muss ich irgendwie noch da hinkommen. Aber wie? Stimmt, da war ich ja noch gar nicht drin. Gut. Dann wissen wir ja schon, wo es weitergeht. Ja, das sind die nächsten Schätze. Schätzlein. Aufnehmen tue ich ja. Beauty. Sonst sind hier keine mehr? Nein. Dann sag mal an, Mr. Dragon. Zecke oder Zieg. Danke, dass du mich befreit hast. Sehr gerne. Ich habe wieder so ein sehr gesprächsvoller Drache. Oh, oh. Der nicht irgendeinen Typen auf sich drauf? Oh. Okay, da ist nichts weiter. Klappt. Gut, da ist nix. Ein Satz mit X. Da ist auch nichts weiter. Dann auf zum nächsten Drachen. Buba. Buba. Ich sag dir, was du mit den Kreaturen machen sollst. Mach sie platt, Spyro! Echt? Stampf auf sie drauf und mach sie platt! Wie wär's mit Vorstürmen und Grillen? Schließlich sind wir Drachen. So.
stellt sich nur noch die Frage, wie komme ich dahin? Da oben hin. Hä? Hier muss es ja irgendwo einen Weg nach oben geben. Irgendwie, irgendwo und irgendwann. Komme ich jetzt zurück? Hi, Spyro. Drachen wiederholen? Ach so. Toll. Das heißt also Drachen wiederholen. Aber jetzt ist wirklich die Frage, wie komme ich wieder zurück? Irgendwie muss es doch einen Weg wieder zurückgeben, oder nicht? Eigentlich. Theoretisch. Oh. Ah. Oh. Oh. Dann haben wir es wahrscheinlich auch geschafft, ne? Ja, voilà. 500 von 500. 100% des Levels abgeschlossen. Jawohl. Ab nach Hause. Rückkehr nach Monstermacher. Okay. Ich glaube, dahinter war noch ein Portal, wa? Hier. Baumwipfel. Ladebildschirm. Reisen nach Baumwipfel. 6894 Schätze. Ich schätze, das ist schon gar nicht so schlecht. Kein Looping. Der Eierdieb hat jetzt die Viecher geweckt. Okay. Ihr macht ja gerade nicht wirklich viel, wa? Stehen sie einfach nur rum. Oh, ein Schlüssel. Schon mal sehr gut.
ein Leben. Hä? Was war das? So, dann haben wir das. Hätten wir da noch lang gehen müssen? Nee. Oh, ich mag die Melodien. So, dann darüber. Lyle. Hallo Spyro, wenn du die fantastischen Baumwipfel sehen willst, hör nach einer Superladung nicht auf. Aha, also ich soll die Superladung mehrfach verwenden. Also wird es hier auch wieder eine Superladung geben. Hier zum Beispiel. Oh, au, Kopf. Erstmal hier. Was ist denn hier? Au, nichts. Nichts. Einfach nichts. Okay. So, verstehe, ich muss dann wahrscheinlich gleich weiterspringen, ne? Noch ein Leben, dann haben wir schon wieder 9. Oder auch nicht. Würde mir das was bringen, darüber zu springen? Eigentlich nicht, oder? Das war mal gekonnt. Oh, 10 Leben. Okay, hier brauche ich wieder irgendwas. Achso, hier muss ich gegenrennen. Ah ja. Da geht's wieder nach Hause. Ansonsten ist hier nichts weiter. Nur die Frage, also ja gut, die Kiste kriegen wir dann auf, indem wir da mit vollem Schwung gegenrennen. Will nicht nach Hause. Okay. Noch ein Leben. Mensch, jetzt geht's aber ab. Nix. Das war ein Satz mit X. Noch so eine Kiste. Okay, hier muss ich dann gleich von dort drüben. Erstmal die Frage, wie ich dort rüberkomme überhaupt. Au. Dann gehen wir erstmal da lang. Genau das war der Plan. Ich glaube, ich bin falsch abgesprungen, ne? Nee. Muss gar nicht springen. Da.
an, der letzte Drache? Ah, gleich ganz oben. Das ist auch schön. Schlüssel. Ja. Da haben wir schon 200, 300 Schätze. Wie lautet dein Name? Isaac. Oder Isaac. Spyro, wenn du am Ende einer Superladungsrampe springst, kommst du wirklich weit. Bin schon dabei. Ja, dachte ich mir. War ich nicht am Ende? Achso, hier hätte ich auch von dort drüben rüberspringen können. Alles klar. Jetzt habe ich es halt einfach anders gemacht. Dort ist der nächste Schatz. Das ist die Kiste, die wir gesehen hatten. Da kommen wir jetzt eventuell sogar hin. Hier rüber. Ja, voilà. Nein. Ist egal. Versuch mal hier nochmal wirklich am Ende zu springen. Nicht am Ende genug. Oder ich muss da irgendwie anders hin. Hä? Jetzt bin ich komplett verwirrt. Hier schon? Ah ja, ist ganz am Anfang, ne? Ui. Von hier aus darüber fliegen? Nee, oder? Also wenn dann noch von der anderen Stelle. Gut, dann erstmal wieder darüber. Na. Baumwipfel. Also hier gibt's ohne Probleme. Jetzt habe ich's auch. So, aber anstatt da jetzt versuchen rüber zu springen, versuche ich mal mit Fliegen. Niemals. Du musst es anders schaffen. Aber ich meine, was soll ich denn weiter noch machen? Schaffe ich so nicht. Hä? Hä? Ne, never ever. Nein. Die Baumwipfel. Wie viele gibt's denn überhaupt? 500 wieder und noch ein Drache. Also einmal die verschlossene Kiste da hinten, ja. Aber der Rest alles da oben, das kann ja auch nicht sein.
Ich check's nicht. Ich versuch mal, jetzt erstmal die Kiste zu holen. Ach. Ich glaube, ich weiß jetzt wie. Aber das ist ganz schön komplex. So, und zwar gehen wir jetzt wieder hier hoch. Hier. Dann nehmen wir wieder den ersten Weg, den wir genommen hatten. Hier war nichts mehr. Nee. Und jetzt machen wir mal das, was uns der Drache gesagt hat. Auf und davon. Errungenschaft freigeschaltet. Von da drüben hier rauf? Nee, oder? Ah ja, Kiste haben wir. Verliere ich jedes Mal ein Leben? Oh, dann habe ich ja nicht mehr viele. Muss ich was damit machen? Nö. Hätte er sein können. Ach, da drüben ist ja auch noch was. Ah, auch noch so ein Eiertyp. Okay. Dann gehen wir mal darüber. So, jetzt. Ich glaube, in diesem Level werde ich alle meine Leben verlieren. Also wirklich alle. Wie komme ich denn da lang? Ich glaube, ich bin zu doof für das Level. Wenn ich von dort springen würde, müsste ich hinter die Zacken. Das schaffe ich aber nicht. Niemals. Nicht aufhören mit dem Supersprint. Oh Gott, das Level macht mich fertig. Auch da, warum ist da eine Rampe? Das klingt so
eindeutig. Das sieht so eindeutig aus. Als ob ich da lang müsste. Niemals könnte ich hier durchrennen. Oh Gott. Das wird ja bestimmt nichts. Wo kommt dieser Tunnel eigentlich raus? Wo kommt dieser Tunnel raus? Der muss ja irgendwo dann hier sein, oder? Ach so. Ach so. Bringt mir das was? Kann ich irgendwie hier unten rauf? Ja. Ja. Ja, ich glaube, ich habe die Lösung. Lösung. Oh, ist das komplex. Cool. Au, au, jetzt. Oh, mir wird schlecht. Oh, oh nee. Habe ich ihn jetzt besiegt oder ist er einfach nur runtergesprungen? Jetzt bin ich verwirrt. Ich höre aber auch kein Nee.